Also, ich sag mal so. Es könnte eine ziemlich interessante Nuzlocke werden. Vor allem, alle behaupten, also beim dritten Ohren bist du jetzt eh tot. Wenn du es bis Level 18 bringst, Bidifas, ja, bist du es einigermaßen safe. Dann hättest du Kopfnuss. Yay! Das ist ein ziemlich guter Move. Hat das gerade irgendwie Verfolgung gehabt? Weiß gar nicht. Walzer kannst du, es kann Walzer. Walzer ist auch nicht schlecht. Aber halt Kopfnuss ist ein Step-Move bei Bidifas und hat einen Base-Wert von 70. Und halt der Zurückschreckschrank. Das ist da. Die ist vor allem wichtig. Ich merke gerade, mein Stream hängt ein bisschen. Ich habe ein paar Lags. Warum? Ah, jetzt hat es wieder. Oh, ich hasse das, wenn mein Internet gerade so zwei Sekunden oder sowas sagt, so, ey, oh, du kannst mich mal. Oh, was? Von meinen Streams. Ja, gut. Wenn ich denn mal streame. Aber ist demnächst habe ich Urlaub und dann, na, mach ich auch mal wieder ein paar Streams. Yeah. Ich soll da vorne mal einen Zubat-Fang sagen, mir alle. Aber dann muss ich erst an den Trainern vorbei. Und an den Trainern komme ich wahrscheinlich mit meinem Bedienfass jetzt, mit meinem VM-Liebe jetzt gerade noch nicht so wirklich vorbei. Deswegen wage ich es nicht. Hey, lieber erstmal weiterentwickeln. Ist echt aber so. Aber hey, bei der Weiterentwicklung auf Level 15, der hat das Aquaknarre. Weil es Aquaknarre, ja einen so guten Spezialangriff hat. Hat das nicht? Oh, nee, ist der schwächste Wert. Scheiße. Ich gehe kurz nach meiner Pizza schauen. Wenn du willst, kannst du für Unterhaltung sorgen. Wenn du nicht willst, dann schalte ich kurz Werbung. Das soll mir egal sein. Ich schalte Werbung und du kann von mir aus versuchen, die Leute zu unterhalten. Ich schalte zwei Werbeanzeigen und die Leute, die keine Werbung sehen, unterhältst du dann. Okay. Deal. Hallo. Bis gleich. Yay. Du. Na? Wer hat alles keine Werbung hier? Ich, weil sonst mein Stream abhängen würde wie sonst. Eieieiei. Wo? Da. Das wird echt schwierig für den guten Shadi. Echt schwierig. Uiuiuiui. Moment, mir fällt gerade was auf. Moment mal. Einspruch. Oh shit. Ey. Dies ist nicht gut. Es lernt nur als Bidiza Hyperzahn. Fuck up. Aber der Hyperzahn wäre nur. Wäre nur 80 stärker. Eieieiei. Eieieiei. Das ist nicht gut. Ah, ich glaube, die Kopfnuss würde mehr bringen. Mit der Zurückcheck-Chance. Was meint ihr denn, guter Chat? Eieieiei. Oh. Das ist nicht gut. Jetzt hör mich so. So, ich hab meine Pizza. Meine Pizza. Meine Pizza. Guten Hunger. Ich bin gerade echt ein bisschen enttäuscht von mir. Ich hätte schon viel, viel weiter sein können, hätte ich nicht auf dieses Training mich versessen. Boah, Mann. Leute, lasst euch es nicht einreden von anderen YouTubern. Training ist scheiße. Gerade in der Nuzlocke. Training ist scheiße. Deswegen mache ich keine Nuzlocks. Ganz einfach. Training ist kacke. Trainiert niemals eure Pokémon. Tut es einfach nicht. Außer ihr habt halt Terra Geheimbasen. Die haben wir hier nicht. Die sind super. Einmal kämpfen, sind die Pokémon Level 50. Von Level 10 an. Eieiei. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Bidiza lernt nur als Bidiza den Hyperzahn. Wenn es sich weiterentwickelt, lernst du ihn nicht mehr. Aber dann auch erst auf Level 21. Brauche ich den? Nö. Ist nur, hat eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit als Kopfnuss und ist nur 10 Punkte stärker. Also man braucht ihn nicht unbedingt. Er ist nur eine interessante Attacke. Ich merke gerade, dass ich ab und zu eine CPU-Auslastung habe, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ich reingucke, bin ich bei 40%. Höhere CPU-Auslastung, 40%, oh mein Gott. Ja, total hoch. Ja. Ich habe nur im einen Moment hohe CPU-Auslastung, das ist, wenn ich render. Na, ich was ich auch mal mehr machen sollte. Aber auch ey, nur, wenn ich sichergestellt habe, dass alle Kerne angehakt sind. Okay.
Und mir ist noch was aufgefallen. Bidifast lernt nur eine Wasserattacke. Aquaknarre. Richtig, also per Level Up. Es kann später noch Kaskade lernen, das noch ziemlich gut ist. Immerhin. Aber ich sollte mich wirklich darauf versteifen, andere Pokémon zu kriegen. Ja. Ja, ich bin ein bisschen leise, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen vom Mikro entfernt bin wegen der Pizza. Ich möchte nicht unbedingt mein Mikro mit der Pizza vollsauen. Ist nicht so meine Intention. Ja? Du kannst dich auch anstellen. Ja, so ein Popschutz mit Pizzageschmack ist ganz cool, ne? Nom nom nom. Hast du immer was zu essen dabei? Beim Aufnehmen. Eieiei. Immer. Ja, beim Aufnehmen. Halt. Sehr lecker. Ich kann jetzt gerade nicht auf Twitter schauen oder gucken wir mal ganz kurz. Wird er sich erstmal mit Hundeeis. Mit Erdbeeren und Schokoladensoße und Cornflakes. Hey! Retweet! Macht den Leuten Hunger! Hunger ist immer gut. Hier da, dieses Tier Purze, das hat mich gekillt. Achso, ja. Das Pokémon. Ja, die sind etwas nervig, mein Gott. Etwas? Wenn ich mal so fragen darf. Etwas nervig? Die haben mein scheiß Starter-Pokémon gekillt. Mein Paniflammi. Oh. Soll ich denn ohne Paniflammi durchkommen? Indem du irgendwas Gutes kriegst aus Amidiza. Boah, das ist echt. Das ist echt so, ne? Ich hab. Diese Nuzlocke, ne, die ist eigentlich schon direkt in Sand gesetzt, dadurch, dass ich zweimal Bidiza gefangen habe. Ja, das ist dann. Nicht also, so toll. Dadurch war die schon scheiße. Tja. Hättest halt besser aufpassen müssen. Was denn? Kann ich das beeinflussen? Nein! Hab ich Lockduft? Nein! Hat sich Zarok, der weiß, in welchem Feld welches Pokémon erscheint? Nein! Ich weiß in der sechsten, wo welches erscheint. In der vierten wird das ein bisschen schwierig. Vor allem, weil ich Platin nie gespielt habe. Ich weiß in der dritten, wo man, in der dritten Gen, wo genau du ein, Kindwurm bekommst. In welchem Feld? Ja! Was affig ist, dass das nur in dieser einen Höhle ist. Ja. Das ist so affig. Und sie haben es im Remake nicht geändert. Du kriegst es nur da. Ja, aber das Schlimmste das daran so war Bullshit. Ja auch, das Schlimmste daran war ja auch, es wurde angezeigt in der gesamten Höhle. Toll, wo in dieser scheiß Höhle? Ja. Wo in den verdammten Meteorfeld krieg ich es jetzt her? Ja, vor allen Dingen. Man sucht vor allen Dingen nicht in einem Raum, wo man ein TM findet. Ja, hier liegt Drachenklaue. Hier laufen Drachen rum. Es entwickelt sich! Macht Sinn, aber dann auch wieder nicht. Hey. Aber mein Gott. Ist ja nicht so tragisch. Yay! Hallo? Ja, hallo. Ich hab gerade gedacht, du bist weg. Was soll ich wegmachen? Heuler, Einigler, Walzer? Ich denke irgendwie Heuler oder Einigler, oder? Weil Tackle habe ich ja Stab drauf. Dann eher Heuler, weil wenn du Einigler voll Walzer einsetzt, wird die Attacke stärker. So, wir haben jetzt Aquaknarre und so, yo! Das Geilste wäre jetzt, wenn ich jetzt zum Rivalen gehen würde direkt, ne? Und dann einfach verkacke. Und die Nase vorbei ist. Dann hätte sich das Training ja richtig gelohnt. Ja! Jo, ist denn der Spezialangriff von Bifas? Im Gegensatz zum normalen Angriff. Also bei mir hat 26 und der normale ist 31. Geht ja einigermaßen noch. Ja, die Initiative ist ganz gut, sehe ich gerade. Mit 35. Wir probieren es jetzt einfach nicht mal. Nicht schlecht. Und ist voll aufs Maul. Hallo, Staralili. Grüß Aquaknarre. Blinfer. Blinfer versus. Ich kann gewinnen. Ich gewinne. Ich hab gewonnen. Ja, okay, der Levelunterschied. Ich will jetzt nicht mehr, einfach mal nicht sagen, wie das für mich aussieht, gerade die Animation. Wie denn? Pixel 3? Na, Pixelbrei habe ich nicht, aber wenn du den Wasserstrahl ein bisschen runtersetzt, so wie Bidifast da sitzt. Also,
bisschen runter. Der ist aber extra ein bisschen weiter oben. Wer weiß denn, wo Bidifas bitte sein Geschlechtsorgan hat? Oh Gott, das will ich gar nicht wissen, wie sich das Ding vermehrt. Sie legen Eier, okay? Das sind Poke-Eier. Ja. Scheiße, ich habe gerade eine Stange die gekillt, dass wir das Pokémon gewesen sind, dass sie fangen können. Scheiße. Ich bin scheiße einfach. Ich bin einfach nur scheiße. Ich bin einfach nur kacke. Oh je. Einfach nur scheiße bin ich. Gott. Oh Gott. Pass jetzt aber mit den Scheinungs auf, ne? Das ist jetzt Wasser vom Typ. Ja. Nicht, dass du gleich eine Elektroattacke abkriegst und das Ding drauf geht. Ah, das kriegen wir schon hin. Du hast noch ein bisschen was. Mein Gott, die Trainer sind so unglaublich stark hier. Ja, ich merk's. Du kannst ruhig auf den Tackle gehen, der ist gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn du gegen Pflanzen-Pokémon antrittst. Was haben wir hier mit Entorn? Das hat Kopfschmerz, okay? Möchte ich keinen Tackle vergeben. Ich hasse mich gerade, ich hasse mich. Hoffentlich krieg ich in der Höhle was Brauchbares. Erinnert mich daran, in der Höhle nichts zu tun. Eieiei. Es waren aber keine zwei geteilte Routen hier, oder? War nur eine. Ne, war eine. Das war eine Route, wo du gerade bist. Ja, ja meine ich auch, deswegen. Wollte nur sicherstellen, ja, nicht, dass ich da noch eins jetzt gekillt hätte. Du weißt das vor allen Dingen, weil ich das letzte noch gespielt habe, das Stück. Oh mein Gott. Er hat sich nur auf diesen Stream vorbereiten wollen. Ja, nicht irgendwie auf ein neues LP oder so. Nein. Was würdest du nie tun? Nein. Form 6! Okay. In Form 6? Es ist Zubat! Wuh! Hype! Ich wollte schon immer mal einen Zubat fangen. Ja, wenn es zu einem X-Bat kriegst, dann könnte es interessant werden. Wenn, ja, das ist ja gerade das Problem. Ich glaube, ich komme nicht darum rum, es irgendwie anzugreifen. Ja. Das wäre nicht schlecht, aber irgendwas Schwachem wäre ganz gut. Ja! Ich opfere jetzt einfach mal VM Love. Komm schon, VM Love! Sei. Ist das Ding yay hell? What the fuck? Ja, so heißt es. Es kann so viele Attacken. Tackle. Yes, ich hab's gefangen. Fühl mich jetzt sehr schön. Wenn es schon mal einen Spitznamen geben möchte, ich ja. So, also wie vorhin schon, das Giveaway, Dings und ihr müsst eins anwählen, das andere nicht das hier anwählen. So. Es geht um den Namen. Ach so. Ich hab keinen Bock, das mit dem Bot mich da jetzt so irgendwie auseinanderzusetzen. Ui. Ei. Aber guck mal, wann kriegst du denn? Ich bin durch Freundschaft oder so, ne? Hm? Zubat? Erst durch Level und später durch Freundschaft. Ja, meine ich auch. Freundschaft. Naja. Golbert wird's gegen 20 oder 26 so rum? Irgendwie was um die 20, ich meine 23. Lass mich nachsehen. Wenn mein Internet denn mal schneller wäre. Gott, das ist gerade so furchtbar. Level 22. Okay. Und es kann nur Konzentrator haben. Sehr gut. Okay. Ist aber nicht so schlecht. Kann wenigstens nicht zurückschrecken. 1, 9, 9. Ah Gott. Ah Gott. Ich muss die letzte Zahl halt nicht rein. So. Welches Level hatte das? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass VM das müsste Level liebt. Oh. Es lernt ziemlich spät erst gute Attacken. Scheiße. Also das heißt, es kann auch eine gefühlte Ewigkeit dauern, bis ich den ersten Orden mir holen kann.
Das klingt gut. Obwohl mit Bidifast. Nö, das geht eigentlich relativ gut. Ist doch ein Gesteinpunkt. Ja, meine ich ja. Ist doch Gestein. Ja. Müsste es doch relativ gut gehen mit Bidifast. Er hat auch irgendwie nur auf Level 12 rum sind seine Pokémon, glaube ich, oder? Ja. War doch was. Ja, müsste. Das stärkste 12, 13, irgendwie. Das stärkste müsste 13 oder maximal 14 sein. Das war dann sein Fossil-Pokémon. Ich weiß nur, dass das Fossil-Pokémon mich umgebracht hat. Stark. Es meine ist Aufnahme. Stark. Weil ich nicht one-hit habe. Das musst du one-hitten, sonst ist dein Pokémon tot. Das hat was konnte es nochmal irgendwie. Liegen, das war doch Zen-Kopfstoß oder so, ne? Was es konnte. Oder? Zen-Kopfstoß oder Kopfnuss, irgendwie sowas. Das war extrem ätzend. Vor allem, das Ding hat ja schon auf der Basisstufe so einen abnormalen Angriff. Schon über 100. Das ist so unnormal. Aber die Weiterentwicklung ist dann auch krass. Ich glaube, höchster Angriff aller Pokémon, glaube ich. Also aller nicht-legendären. Ich glaube, ein paar legendäre haben etwas höhere noch. Aber es ist heftig. Dafür ist es lahm. Speedrun in einer Stunde? Im Ernst? Einer Stunde? Platin? Na, aber dann ist es aber ein Glitchrun. Muss ja dann irgendwie. Also normalerweise sind Pokémon mindestens, wenn du dich richtig stark beeilst, irgendwie 8 Stunden brauchst du mindestens dafür. Ja, ich fand das ja bei dem. Ich kann einen Kleinstein fangen. Brauche ich einen Kleinstein? Ja, du kannst es zwar nicht weiterentwickeln, aber. Mein Gott, Kleinstein. Du kannst es zumindest zum Links weiterentwickeln, oder? Zu Georg kannst du es weiterentwickeln. Und du könntest, falls du einen Evoliten findest, könntest du dem das Ding in die Finger drücken. Aber ich weiß jetzt nicht, wo es den in der Generation gibt. Ich glaube im Untergrund. Pangeonix ist gut gesagt. Hier, da sagt einer, Pangeonix ist gut gesagt, aber ich kann dir leider nur ein Pokémon fangen. Das ist richtig. Und immer nur das erste. Ja. Aber Kleinstein ist auch nicht schlecht. Ja, besser als Bidifas. Ja. Wobei Bifas dir in der Arena ziemlich helfen dürfte. Danach später nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Ich muss gerade mal was nachsehen. Okay. Ich gönn mir noch ein bisschen Pizza, ihr könnt noch weiter abstimmen da. Also beziehungsweise versuchen, das Pokémon zu werden. Sehr gut. Bidifast wird dir danach in den nächsten zwei Arenen nichts bringen. Geil. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was als nächstes für Typen kommt. Pflanze und Kampf. Geil. Sehr gut. Dann bringt dir auch Kleinstein nichts. Da hätte mir Panther was gebracht. Scheiße. Oh fuck. Hättest du das Staralili mal nicht gekillt? Obwohl, in der Route nördlich könntest du Ponita fangen. Gibt es ja noch was? Wow. Bringt ja eigentlich überhaupt nichts. Oh fuck, ey. Die Typen von den Arena-Leitern sind echt heftig in der Generation. Ich frag mich, warum ich die eigentlich so wenig gespielt habe, die vierte. Weil du dachtest, du bist zu gut dafür. Bestimmt. Nee, die vierte ist die einzige, die ich nur einmal durchgespielt habe. Seltsamerweise. Alle anderen habe ich mindestens 2 bis 3 Mal bisher durchgespielt. Ich habe sie gar nicht durchgespielt. Und Rubin irgendwie gefühlte 20 Mal. Rubin und Smaragd habe ich zu oft durchgespielt. Habe ich so einen Livestream-Speedrun gemacht. Ja. Oha, wie lange hast du gebraucht? 2 Streams insgesamt. Also, beziehungsweise nicht 2 Streams, einen ganzen Stream, irgendwie von 8 Stunden ungefähr rum. Und einen weiteren noch, wo ich dann noch eben kurz ein paar Legendäre gefangen habe. Habe ich dann Kyogre Eispisser genannt, weil es einfach nicht in den Pokéball wollte. Okay. Es wollte einfach nicht in den Pokéball rein. Ich dachte sich einfach so, nö. Das Bild gibt es übrigens auch auf Instagram. Wo ich das Eispisser auf der Box habe und es Eispisser heißt. Sehr gut. Ja, für mich auch. Ah. Oh mein Gott. Ach ja, Männer schon. Oh mein Gott, er führt mir vor, wie Zertrümmerer funktioniert. Ich bin so stolz auf ihn. Du kannst ihn nur einsetzen, wenn du meinen Orden hast. Haha, Loser. Und den kriegst du nicht. Nein. Ich hab ein Fluchtseil bekommen. So. Geil.
Eigentlich könnte ich hier noch meinen Bidifas ein bisschen gut trainieren, weil die ganz viele Kleinsteins sind. Ja, außer dass irgendeins von denen hat Robustheit. Was nervig ist jedes Mal. Oh, ich hasse Robustheit. Das ist diese Fähigkeit. Auch wenn du online. Diese Fähigkeit ist so die Hassfähigkeit Nummer 1 von mir. Jedes Mal, als ich diese Fähigkeit irgendwie gelesen habe, Robustheit, leck mich! Aber das war eigentlich wieder aus der 5. Generation, oder? Kann das? Kopflos. Ja, ich war gerade am Überleben. Ich glaube, in der Generation verhindert es, glaube ich, nur K.O.-Treffer, also wirkliche K.O.-Attacken. Welche soll ich wegmachen für Kopfnuss? Ich habe Tackle, Aquaknarre, Einigler, Walzer. Du könntest theoretisch Tackle wegmachen. Du brauchst keine zwei normal Step-Moves. Weil Einigler kannst du machen, einmal Verteidigung erhöhen und Walzer stärken. Aquaknarre halt für die ganzen Bodenviecher. Vor allem für den Arena-Leiter. Ja. Ich meine... Wäre ein bisschen bitter, wenn ich das jetzt wegmachen würde. Das wäre hart. Vor allen Dingen, zwei der Pokémon von ihm haben sogar eine Vierfachschwäche. Gleinstein und Onix. Die sind ja Gesteinboden. Ich versuche jetzt gerade noch hier ein bisschen das hochzuleveln, aber ich glaube, das bringt nicht wirklich viel hier. Ab der 5. Gen hat es den heutigen Effekt. Ja, da war nämlich was. Aber ich glaube, es 18 dürfte reichen. Ich gucke nämlich gerade hier. Ich mache mal so. Welches Level bin ich? 18? Kann in die Zukunft sehen. Ich sage dir, das stärkste Pokémon von ihm ist Level 14. Oh mein Gott, woher weißt du das nur? Und es ist männlich. Oh mein Gott, woher weiß er das nur? Und, what the fuck? Warum kann Kleinstein nur zwei Attacken? Oh mein Gott, woher weiß er das nur? Nee, vor allen Dingen, das ist echt. Warum kann es? Es kann nur Steinwurf und Tarnstein. What the fuck? Oh mein Gott, woher weiß er das nur? Was ist das für ein Arena-Leiter? Das ist der Erste, der angeben muss mit Zertrümmerer. Ja, ey, aber im Rematch hat er ein Desprotar, geil. Okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich glaube, der Erste war halt echt nicht schwer, generell. Okay, sein Dings ist weg. Jetzt kommt Onix. Das ist weg. Onix, Kleinstein, das Cognodon ist das Problem. Cognodon! Chris, Aquaknarre! Es ist weg. Da kam nicht zu einem einzigen Angriff. Ja, das Problem ist, sobald Cognodon dann zu einem Angriff gekommen wäre, wäre dein Pokémon eventuell tot gewesen. Eventuell? Ich muss mal kurz gucken, gab es hier nun ja, Cognodon hat eine Angriffsbase von 125. What the fuck? Hör mal, Metagross hat, glaube ich, eine von 131 oder 32? Darf ich nochmal, ich erinnere mich gerade, das Mega-Metagross von Troy, das war so OP. Die ganzen anderen Pokémon waren so überhaupt nichts, ne? Aber, ja, als dann das Mega-Metagross kam, ne? Das hat mein gesamtes Team gefickt. Du bist nicht der Einzige, Bonita! Der fast dann direkt wäre. Bonita! Ich hab's direkt gefangen, geil. Sehr gut. Geil. Boah, ist das eklig. Cognodon richtig trainiert hat auf Level 100, 471 Angriff. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was es kann. Das ist eine Verteidigung wahrscheinlich ziemlich schlecht, oder? Alle anderen Werte sind kacke. Aber der Angriff ist Bombe. Zum Vergleich, Metagross hat einen Angriff von 401, wenn du es richtig trainierst. Das ist ein kleiner Unterschied. Woran ich mich gerade erinnere, wo du das immer so erwähnst, ne? Und mein Weiß 2 Let's Play, meine Pokémon waren am Ende des Let's Plays alle knapp Level 100. What? Ich habe auch die Baumhöhle da noch gemacht. Ach so, okay. Ich kann sagen. Das ist das vollständigste Weiß 2 Let's Play, was es auf YouTube irgendwie gibt. Ja. Weiß 2 habe ich auch irgendwie. Hm? Ich hab das Shiny Dratini. Ja, nee, nicht. Tiri? Nee, Dratini. Dratini, genau. Dratini. Und in Schwarz war es, glaube ich, ein Kaumalat. Mhm. Das Shiny. Wobei ich die Farbe von Shiny Mega Dinges Knackrack finde ich irgendwie unpassend gewählt. Pink. So geil. Dratini, wie Kyogre. Dratini ist ja auch. Dratini, oder? Dratini? Dratini.
Ratini. Gott. Ist ja auch Ratini. Pink erstmal. Ja, pink und später grün. Also Dragoran. Ja, das okay, das Dragoran ist irgendwie... Also jetzt ist Shiny ja nicht so. Sieh Kyogre in pink. Du bist ja auch so eher der Verfechter von Rubin, ne? Ja. Nicht so wie Daki. Ja. Gott, es ist so männlich. Es braucht erst die Protoform, um gut auszusehen. Ist so. Alle hassen keine Hochrücken. Ja. Das heißt hassen, es ist einfach nicht so gut. Ich meine, Groudon durch seine Fähigkeit schwächt es seine eigene Schwäche quasi. Also Wasser wird weniger effektiv. Kyogre? Es schwächt seine trifft immer. Mein Gott. Es schwächt halt seine Stärke. Ja. Und die Animationen von, Abgrundklinge von Groudon sieht einfach mal geil aus. Finde ich super. Oh ja. Was aber auch ziemlich cool ist, ist Dings. Oh Gott, da ist es. Das ist aber nicht wirklich das Linke. Nee, das ist irgendwie ein Farbfilter drüber gelegt. Ja, wollte ich gerade sagen. Das, kannst das du mir ist auch noch mehr lila. Das sieht sogar fast gut aus. Ist irgendwie echt so, aber ein Pink, ein richtiges Pink. Knallpink ist meh. Ja. So, was ist denn hier das für ein Battle? Ponita versus Ponita. Keiner stirbt. Solange nicht dein Ponita irgendwann stirbt, ist alles okay. Ja, wollte gerade sagen. Warum gehst du nicht eigentlich nochmal durch die Höhle zurück auf die Route? Das ist ungefährlicher zu drinnen, auch wenn es ein klein bisschen länger dauert. Ja, Route? Ja, in der Höhle eine Route zurück. Du musst jetzt sowieso zurück. Von daher. Du gabst nochmal das Fahrrad. Da fragst du mich was. Später. Irgendwann. Ich glaube in der nächsten neuen Stadt. Oder übernächsten, ich weiß es nicht genau. Ja, ich hoffe, dass ich mit dem Fahrrad irgendwie hinkriege. Oh, dieses Kyogre-Bild ist geil. Ist glitzert. Oh mein Gott, das ist ein Vampir! So. Ach so, da war ja noch was. Hat der Rivale gekämpft? Nee, ne? Nein. Er ist abgehauen. Ich wollte meinen Mund leer kriegen gerade. Oje. Ja, voll mit Pizza. Ich find's auch toll, wie ich den Rivalen bei mir im LP jetzt genannt habe. Das kommt dann irgendwann, wenn ich einen Rahmen... Hast du meinen Namen gerade gesehen von dem Rivalen? Nee, hab ich nicht, hab ich jetzt nicht drauf gehabt. Nicht-F, nicht Freund. Nicht Freund. Sehr gut. Weil am Anfang sagt er ja, das hier ist dein Freund. Und dann ich so, nicht Freund. Not my friend. Ja. Ach mein Gott. Der will mich immer bekämpfen und ich darf nichts machen dagegen. Und er will 10 Millionen Pokédollar von mir, also bitte. Ja. Wie Darky eigentlich. Ach scheiße, das ist jetzt ja, den Kampf, ne? Hab ich ihn auch Darky genannt. Also ganz ehrlich, Groudon ist das deutlich coolere Pokémon, also alleine vom Aussehen her, ohne Witz. Ja klar. Und hat auch das interessantere Element. Nämlich Boden und später dann Feuer dabei. In der Protoform. Wobei ich es bis heute nicht verstehe, warum es nicht von Anfang an Bodenfeuer ist. Ist echt. Ja, Boden muss ja. Das war's im Feuer, nur Boden irgendwie, ne? Nur Boden. Erst in der Protoform wird's dann. Die Feuer haben sich halt gedacht, irgendwann bringen wir Proto auf Hose rein und dann wird's fest. Irgendwann. Genau. Irgendwann. Das ist wie bei Kingdom Hearts. Die haben von Anfang an diese total abgefuckte Story gehabt. Genau. Muss ja. Ja, bestimmt. Ich glaube zwar nicht so ganz, aber oh mein. Ich meine, damals. Gott. Was ist jetzt genau die Farbe vom Shiny Groudon? Das war doch irgendwie so ein grünes Gold, ne? Ja. Und ich meine, allein das ist halt schon cooler. Pink versus Grün-Gold. Bitte. Ja, und dann in der Protoform halt beide schwarz. Ja. Wobei ich das auch sehr stylisch finde. Also Shiny-Form. Aber es war doch irgendwie so sogar, dass du Shiny gar nicht kriegen kannst, die Legis in Dings. In den... Ja, es ist irgendwie so ein Shiny in Saphir so. Nicht, in Smaragd konntest du die bekommen. Jetzt aber in Omega Rubin und Alpha Saphir auch wieder nicht, soweit ich weiß.
Nicht, die sind, glaube ich, da gelockt. Was wollt ihr das mit diesem scheiß Lock eigentlich? Das ist kacke. Ja, okay, bei, wenn das das Pokémon ist, was der Edition angehört, kann ich es verstehen, weil du musst ja bedenken, da müssten die ja auch den Overworld-Sprite überarbeiten, der dann jeweils da ist. In der Theorie, ja, in der Praxis ist egal. Das kümmert keinen. Ja, das ist schon richtig. Oh mein Gott. Ich hab mir aber noch. Praxis ist es jedem egal, ohne Spaß. Keiner schert sich darum.